Herzlich willkommen zurück auf der Normandy hier bei Let's Play Mass Effect. Wir stehen hier immer noch da, wo wir das letzte Mal uns geparkt haben, in der Nähe von Kainan. Und haben ja das letzte Mal mit den ganzen Crewmitgliedern gesprochen, auch wenn unsere beiden Menschen, Kainan und Ashley, ein bisschen verschlossen waren, wird sich schon noch ändern. Deswegen können wir jetzt eigentlich direkt mal auf die Brücke schwingen. Ich habe übrigens mitgekriegt, dass leider beim Rendern, gerade in diesen dunklen Szenarien und auch an Shepards dunkler Rüstung und so, die Texturen unglaublich matschig werden. Ich weiß nicht warum, also es sieht im Spiel ein ganzes Stück besser aus. Ich habe keine Ahnung, wodurch das kommt. Fehlt dir eine Leiter? Ach nein, das ist so gedacht. Ich habe keine Ahnung, wodurch das kommt. Es sieht aber eigentlich ein Stück besser aus. Und ich weiß nicht, warum der es beim Rendern dann so vermatscht. Das ärgert mich total, aber ich kann es irgendwie nicht ändern. Ich weiß auch nicht. Gut, wir schauen uns mal die Karte an, die hier unser Navigationsinstrument sein wird im Laufe des Spiels. Rechtsklick, um herauszuzoomen. Zoomen Sie mit einem Linksklick heran. Bla bla. Gut, das werden wir alles noch sehen. Ja, jetzt haben wir das schon gemacht. Ich wollte mal kurz die Citadel hier zeigen. Also, auf der sind wir ja gerade noch. Die Citadel. Diese gigantische Raumstation, die vermutlich von den seit langer Zeit ausgestorbenen Proteanern erbaut wurde, dient als politisches Zentrum des Citadel-Rates. Die Schwerkraft wird durch Rotation erzeugt und beträgt 1,02 G in den Bezirken und nur 0,3 G auf dem Präsidiumsring. Finde ich auch krass, dass die dort fast schweben. Gesamtlänge geöffnet, 44,7 Kilometer. Durchmesser geöffnet, 12,8 Kilometer. Bevölkerung 13,2 Millionen ohne die Keeper. Gesamtgewicht 7,11 Milliarden Tonnen. Gut, so haben wir jetzt die Ansicht hier von dem Gebiet, in dem wir gerade sind. Und wir sind natürlich im Serpentnebel, in dem sonst nichts ist. Wieso eigentlich natürlich? Also wir sind im Serpentnebel, in dem aber sonst nichts ist. Also der Nebel ist komplett nur für die Citadel eigentlich hier markiert. So, da haben wir schon ein ganzes Stück an Zielen hier auf unserer Karte. Die sind teilweise auch dadurch freigeschaltet, dass wir Missionen in denen zu erledigen haben. Unsere Hauptziele sind aber Noveria im Pferdekopfnebel, Pharos in Attica Beta und in Artemis Tau, Lyras Ausgrabungsstätte. Gut, wir könnten jetzt direkt mit der Hauptmission loslegen. Ich werde aber mal schauen, was hier im Exodus Cluster der Asteroid ist. Müssen wir noch mal schauen, wo müssen wir denn hin? Utopia, Asgard? Auch tolle Namen teilweise, ich weiß. Achso, ich kann von hier aus gar nicht ins Journal schauen. Ah, nein, hier steht's ja dran, Asteroid. Ja, dann gehen wir mal. Wo sind wir eigentlich? Achso, ich glaube, wir sind noch gar nicht so direkt markiert. Genau. Wir reisen in ein anderes System. Los geht's. Und damit hebt die Normandy ab. Weiten des Alls. Und hinein ins Massenportal. Schnips! Gut, wir sind endlich angekommen im Asgard-Nebel. Nein, im Asgard-System. Stimmt, es sind Sonnensysteme dann hier. Gut, und da haben wir den Asteroiden. Können aber auch die anderen Planeten betrachten. Das könnten wir eigentlich gleich mal tun. Schauen wir erstmal hier nach. Wir haben da wirklich zu jedem Planeten einzelne Texte. Es ist halt wirklich unglaublich hintergründig in diesem Spiel. Also man hat dann immer noch so einzelne physikalische Besonderheiten mit dastehen. Werde ich jetzt natürlich nicht alle vorlesen, aber wir sehen schon, also es ist dann immer die Spezifizierung mit angegeben, aus welchen Materialien besteht der Planet. Hier haben wir zum Beispiel einen Gasriesen. Wie viele Monde hat er? Wie lange ist seine Umlaufbahn, sein Radius? Und die Tageslänge und auch was so einzelne Besonderheiten beim Leben auf dem Planeten ausmacht, also Schwerkraft und so weiter, was für Rohstoffe darauf zu finden sind, ist halt wirklich unglaublich hintergründig. Hier können wir ansonsten aber nichts weiter machen. Wir müssen dann halt immer mal schauen, welche Planeten kann man denn wirklich hier besuchen. Ich glaube, Terra Nova dürfte so einer sein. Genau. Nee, doch nicht. Terra Nova wurde bei der ersten Allianzerkundung entdeckt und war ein Kolonialisierungskandidat der Klasse 1. Also hier scheinen Menschen drauf zu wohnen. War die zweite extrasolare Kolonie der Menschen und die erste jenseits des Charon-Relais. Okay, lass uns dabei. Wir können hier uns mal so ein bisschen umschauen. Und ab und zu sind halt auch Planeten dabei, die wir dann wirklich auch besuchen können. Auch hier wieder ein erdähnlicher Planet, den wir besuchen können.
den wir nicht besuchen können, aber wo die Menschen drauf sind, ist also ein von Menschen bevölkertes Sonnensystem. Wir interessieren uns aber für den Asteroiden in der Nähe. X57 ist ein metallischer Asteroid und befand sich ursprünglich am hintersten Lagrange-Punkt des Gasgiganten Bohr. Mit der immer stärker werdenden Entwicklung auf Terra Nova wurde auch eine neue orbitale Hafenstation nötig. Aufgrund zu geringer Geldmittel wurde entschieden, X57 auszuschlachten und mit abgebauten Rohstoffen das Innere der Station bewohnbar zu machen. Der Asteroid wurde mit Hilfe von Fusionsantrieben aus der Umlaufbahn von Bohr geschleudert, sodass er direkt in die Umlaufbahn von Terra Nova fallen sollte. Seit kurzem ist die Kommunikation zum Technikteam auf X57 abgerissen. Die Fusionsantriebe wurden neu gezündet und der Asteroid rast auf Terra Nova zu. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das mit dem Asteroiden ist das Addon. Nee, Quatsch, nicht das Addon, ist es die DLC, das ich mit draufgezogen habe jetzt. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Es gehört auf jeden Fall nicht mit zur Hauptmission, zu den Hauptmissionen des Spiels. Und da das jetzt einfach schon so verfügbar ist, denke ich, dass es das sein wird. Gut, wir nehmen mal wieder Garrus und Rex. Mit denen bin ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Ich bin gespannt. Status. Sensoren erfassen drei Fusionsantriebe auf Asteroid X57. Bei seiner derzeitigen Beschleunigung wird der Asteroid in ungefähr 4 Stunden mit Terra Nova kollidieren. Analyse. Antriebe müssen deaktiviert werden, um die Beschleunigung zu drosseln. Können Sie mich hören? Sie haben mich zwar noch nicht gefunden, aber ich kann trotzdem nicht lange reden. Schalten Sie die Fusion. Sonst werden wir alle sterben. Und hier sehen wir zum ersten Mal das Landungsfahrzeug. Mit diesem können wir uns dann auf den Planeten, die zum Landen bestimmt sind, bewegen. Und das hat eine sehr interessante Steuerung, muss ich sagen, das Ding. Wir können auch hier mal, die Karte wird dabei relativ wichtig sein, wenn wir uns auf dem Planeten bewegen. In den folgenden Spielen ist es dann ein bisschen anders gelöst, ein bisschen schneller vor allem. Also hier ist es wirklich so, alle Planeten, auf denen man landen kann oder wo man irgendwas erleben kann, die haben halt so eine Karte, auf der man dann herumreisen kann. Ist teilweise ein bisschen repetitiv und ein bisschen langweilig, aber es ist halt auch nicht wirklich nötig, das zu tun. Man findet zwar überall noch so kleine versteckte Geheimnisse, aber es ist eigentlich nicht wirklich nötig, hier auf allen Planeten herumzureisen dann. Ist aber halt wirklich, wenn man es machen will, also wenn man alles mitnehmen will, ist es halt wirklich schon ziemlich langwierig. Das ist in den Spielen danach ein bisschen eleganter gelöst, dass es schneller geht. Aber gut, wir nehmen das hier so hin. Wie gesagt, ich will ja dann, wenn ich die einzelnen Planeten, die wirklich ohne Missionen sind, abklapper, dann will ich das nicht alles mit aufnehmen. Da werde ich dann einfach mal auch auf die Planeten gehen, um einfach Rohstoffe zu sammeln und so weiter, und kann dann ja immer noch zuschalten, wenn dort plötzlich irgendwelche Fundstücke auftauchen, also irgendwas, was Missionen betrifft und so. Jetzt wollen wir aber erstmal hier rumreisen und schauen, was uns denn hier erwartet. Diese Fusionsantriebe müssen abgestellt werden. Wir haben hier übrigens auch eine Bordkanone, eine leichte und eine schwere, und ich glaube, die werden wir auch direkt brauchen, denn wir haben schon einiges auf dem richtigen Weg. An roten Zielen auf dem Radar. Ich weiß nicht, ob wir die zerstören können. Oh, auf jeden Fall werden wir beschossen. Jetzt können wir. So. Ich weiß leider nicht mehr, wie wir die Perspektive wechseln können. Das ist das Problem. Aber auch so kriegen wir Erfahrungspunkte und können einen Stufenaufstieg erreichen. Können wir denn die Perspektive? Ich weiß es nicht mehr. Oh, so können wir aussteigen auf jeden Fall. Das wollte ich gerade nicht. Mal wieder rein in den Marco. Verwenden Sie zum Fahren die Standardbewegungstasten. Es ist gut, dass ihr das jetzt erklärt. Mit der Leertaste starten Sie die Sprungdüsen des Marcos. N lässt Sie von einem unerforschten Welt auf die Normandie zurückkehren. Rechte Maustaste feuert die Kanone ab. Linke das MG. Mit Umschalttaste können Sie heranzoomen. Dankeschön. Das hätte ich gerade eben schon gebrauchen können. Ist auf jeden Fall praktisch zum Zielen, wenn wir jetzt hier unterwegs sind. So, schon mal gleich ein bisschen querfahren, damit wir hier überhaupt erstmal in den Bereich kommen, dass unsere Bordkanonen das erkennen können.
Mario Uno ist platt. Und auch die zweite. Das ist jetzt natürlich nicht das Problem hier. Also da kommen wir hier gut gegen an. Ich habe gerade meine Kanone, meine MG überhitzt, habe ich gerade festgestellt. So. Und da müssen wir jetzt auch nicht überpanisch hier durch die Gegend fahren wie so kleine Gubbis. Das geht relativ kontrolliert, finde ich. Muss bloß mal. Ach, da oben ist der letzte. Ja, ich fahre ja schon zur Seite, ist ja gut. Ich mag die Perspektive vorher mehr eigentlich, also die, wo wir ein bisschen weiter von Marco weg sind. Die Sache ist nur, mit der lässt es sich halt, wir können ja auch richtig ranzoomen, mit der lässt es sich halt ein bisschen blöd schießen, wenn wir zum Beispiel so hier gerade dastehen, dann sehen wir nämlich nicht viel von unseren Gegnern. So. Und hier haben wir jetzt im Prinzip ganz standardmäßig, wie das Ganze jetzt ablaufen wird auf dem Planeten. Wir finden irgendwo ein Häuschen und in das gehen wir dann ran, rein und da gibt es dann meistens irgendwelche Kämpfe drin zu bestreiten. Wir speichern mal. So, hier ist die Ausgangskonsole. Ich will noch mal kurz gucken, denn hier wird es auch immer Fundstücke geben zum Sammeln. Ich weiß leider gar nicht mehr, wie das war in dem Spiel, ob sich die Schwierigkeit der einzelnen Gebiete anpasst an unser Level. Auf jeden Fall sollte ich mal meine Punkte ausgeben, fällt mir gerade ein. So, Spectre Training nochmal eins drauf. Und dann wollte ich, was wollte ich? Ich wollte irgendwas tun. Wollte ich auf Sturmangriff Training Fitness freischalten. Erhöht Waffenschaden um 4, Nahkampfschaden 44. Warum eigentlich nicht? Komm. Waffenschaden noch ein bisschen hochgepusht. Batariana! Ein Traum! Sie sind so hübsch. Na dann, let's roll! Das hast du lieb. Ja, die Batariana sind eine Rasse hier in diesem Spiel. Die haben wir im letzten... in der letzten Aufnahmesession noch nicht kennengelernt, haben die gerade meine Waffe blockiert. Diese Schweinehunde, ich muss mal kurz wechseln. Die haben wir im letzten Spiel noch nicht kennengelernt, die Batarianer. Die sind eine der wenigen Rassen, eine der wenigen Alien-Rassen, die nicht zum Citadel-Rat mitgehören. Das heißt, die sind grundsätzlich immer Rebellen und immer feindlich gesinnt gegenüber dem Citadel-Rat. Wird im dritten Teil dann noch und auch im zweiten ein bisschen eine Rolle spielen. Werden wir aber alles noch sehen. So, das war's für den. Ich muss mal kurz schauen, ob ich jetzt vielleicht dann doch mal wieder mein Sturmgewehr benutzen kann. Ja, wunderbar. Rex hat es leider schon niedergestreckt. Der ist aber auch wie ein kranker Bastard einfach mal vorausgerannt gerade. So. Da müssen wir mal schauen. Auf dem Radar haben wir noch hinten einen. Ja, gut. Den können wir uns noch holen. Gehen wir mal hier in Deckung. Und jetzt kommen wir raus. Und das war's. So, Rex sollte eigentlich wieder aufstehen, so langsam. Jawohl. Gut, dann können wir die Waffe eigentlich wegstecken. Denn das dürfte es für dieses Häuschen schon gewesen sein. Die sind nicht allzu groß, muss man dazu sagen. Kurz gucken, ob hier vielleicht irgendwo was ist, was wir mitnehmen könnten. Sieht doch so aus wie auf dem Bewahrungsbehälter hier. Nee. Das sieht schlecht aus, aber hinten in der Kammer wird bestimmt noch was sein. Gut, dann verkriechen wir uns mal hinter die Kammer und danach gehen wir dann nach oben. Ah, hier ist das schon offen. Ich Idiot. So. Hier haben wir doch zum Beispiel was. Granaten, das ist doch schon mal ganz schön. Ein Spind mit leichter Dechiffrierung, wie immer speichern. Und dann manuell überbrücken. Gut, kriegen wir hin, kein Problem. Ist aber leider nichts Besonderes drin. Ich sag das erstmal alles so ein, wir können später immer noch dann Universalgeld draus machen. Sonst war ja hier nichts, ne? Ne, war bloß der Spind. Dann gehen wir mal nach oben. Es kann auch sein, dass hier in dem Haus wirklich gar nichts drin ist und dass wir direkt zu diesen Antriebsdüsen müssen. Und die Antriebsdüse, die war ja den Berg hoch. Können wir den Reifen gar nicht bewegen? Gut. Also diese Hausform, die ist
ja, so eine Art Ikea-Haus wahrscheinlich. Die ist überall gleich eigentlich. Auf die wird man immer wieder treffen. Der Inhalt, also die Einrichtung, ist freilich unterschiedlich in den einzelnen Häusern. Aber so der prinzipielle Aufbau ist eigentlich immer gleich. Wir haben einen großen, eine große Halle, wir haben unten eine Kammer und wir haben oben eine Kammer. So. Und hier haben wir... Oh! Wir können nicht gut genug dechiffrieren, das ist schade. Das ist natürlich auch so eine Sache, weil wir eben Soldaten sind. Als Techniker ist man da weitaus besser drin. Ich weiß gerade gar nicht, ob das... Naja, Blutbad, wie auch immer. Ich weiß gerade gar nicht, ob das hier irgendwo mit auf einer bestimmten Skill-Leiste war. Oder wie genau sich das gestaltet hat. Auf jeden Fall konnte man das irgendwie trainieren, dass man besser wird im Dechiffrieren. Aber ich sehe es auch gerade nicht. Weiß ich nicht. Achso, wir können ja einfach mal bei Garrus schauen. Der ist doch ein Techniker. Elektronik, verbessert die Stärke der Schilde. Das ist es nicht. Oder? Repariert, Überlastung, nein. Gut, Erste Hilfe, Dämpfung, das sind alles bloß... Ach hier, Dechiffrierung, genau. Erhöht die Menge des gefundenen Universalgels. Mit dem Talent Dechiffrierung können gesicherte Objekte geöffnet werden. Verleiht die Fähigkeit Sabotage. Genau, wenn ich mich richtig entsinne, ist es auch so, je mehr Techniker wir dabei haben, desto höher ist unsere Dechiffrierfähigkeit. Ich bin mir da aber nicht mehr sicher, ob das wirklich so war. Das heißt, Garrus allein reicht uns hier nicht. Und hier können wir den Antrieb deaktivieren, wunderbar. Müssen wir wieder mal überlasten. Gut, ich glaube, hier haben wir aber mehrere Versuche, da das ja ein Quest ist. Wäre dumm, wenn das nur mit einem Versuch geht. Aber geht auch so. Ich sehe, dass der Antrieb offline ist. Waren Sie das? Können Sie mich hören? Wer sind Sie? Was ist hier los? Mein Name ist Kate Bowman. Ich bin Technikerin. Ich gehörte zu dem Team, das diesen Asteroiden nach Terranova bringen sollte. Gestern wurden wir dann von batarianischen Extremisten angegriffen. Seit ihrer Ankunft verstecke ich mich hier. Ich glaube, die wissen, dass der Antrieb ausgeschaltet wurde. Warum machen die das? Weiß ich nicht. Aber wenn dieser Asteroid nicht aufgehalten wird, müssen Millionen Menschen auf Terranova sterben. Wenn ich was rausfinde, werde ich... Ich muss weg. Viel Glück. Gut. Also eigentlich nicht so gut, weil die Batarianer hier das Ganze hops nehmen wollen. Gut, also wir könnten uns ja theoretisch hier merken, was wir hier so an Kisten noch offen haben. Soll ich mir eine Liste machen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich mache mir mal einen Zettel und werde dann mal schauen in einem ruhigen Moment. Ich glaube, ich habe gerade vom Mikro weggeredet, weil ich gerade meinen Zettel nehmen musste. Egal. Ich rede mal weiter auch nach unten weg jetzt, während ich hier aufschreibe, wie ist denn der X57? Ich werde dann mal schauen, ob ich dann vielleicht in einem ruhigen Moment zurückkehre und die Kisten noch öffne, während ich einfach mal Tali mitnehme. Als große Technikerin ist die da wahrscheinlich am besten. Wenn ich mit Tali und Garrus gehe, dann sollte ich ziemlich jede Kiste aufkriegen, denke ich mal. Gut. Und... Oh, hier geht's schon weiter. Hey. Ich wollte nicht auf... Sind Sie verletzt? Es braucht mehr als so ein Schüsschen, um mich außer Gefecht zu setzen. Tut mir leid. Ich habe erst bemerkt, dass Sie ein Mensch sind, als... Naja. Ich schätze, ich bin kein Vorzeigesoldat. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Commander Shepard von der Allianzfregatte Normandy. Simon. Simon Atwell. Ich bin der leitende Ingenieur auf diesem Felsbrocken. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Die Batarianer haben die Fusionsantriebe aktiviert. Sie müssen sie wieder deaktivieren, bevor wir Terranova erreichen. Das wissen wir schon. Da unten leben 4 Millionen Menschen, Shepard. Ich... Meine Familie. Sie lebt in Aronas. Meine Kinder und Enkel. Sehr schöne Gemeinde. Gute Schulen. Überall Batarianer und ich muss alle 3 Fusionsantriebe abschalten. Sollte ich sonst noch was wissen? Einer der Fusionsantriebe steht inmitten scharfer Zündkapseln. Bei unserer Ankunft auf Terranova hätten wir sie zünden sollen. Ich habe sie mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ihr Panzer wird sie auslösen. Sie müssen zu Fuß rein. Und selbst dann explodieren sie, wenn sie zu nahe rankommen. Bewegen Sie sich einfach langsam und vorsichtig. Dann sollte es kein Problem geben. Na, das klingt doch großartig. Warum bauen die sowas dahin? Sie haben sie angebracht. Können Sie sie auch deaktivieren? Leider nicht von hier aus. Am Eingang zur Fusionsanlage innerhalb des Detonationsbereichs gibt es eine manuelle Steuerung. Dort können Sie die Kapseln entschärfen.
Eine Sache noch. Ein paar meiner Leute arbeiteten außerhalb, als der Angriff begann. Ich mache mir auch Sorgen um sie. Diese Batarianer sind unbarmherzig. Ich habe gesehen, wie sie Löcher in den Helm von Leuten machten, die im Vakuum arbeiteten. Ich glaube auch nicht, dass sie vor dem Füttern der Waren immer warten, bis die Opfer auch tot sind. Ja, das glaube ich gern. Wir haben schon gesehen, die sind auch nicht gerade die hübschesten. Die sind auch genauso freundlich, wie sie hübsch sind. Okay, was könnten ihre Leute sein? Blablabla. Ja, okay. Wissen Sie, wo ich sie finde? Sie haben unsere Außenausrüstung überprüft. Am einfachsten wäre es, wenn Sie sich in den Funkturm an der Oberfläche einklinken. Die Ausrüstungsstationen erscheinen dann auf Ihren Sensoren. Ich werde sie suchen. Trotzdem haben die Fusionsantriebe Priorität. Ja, da haben Sie recht. Terra Nova zu retten ist wichtiger als mein Team. Ein paar Ingenieure haben drüben an der Hauptanlage gearbeitet. Aber vermutlich sind sie bereits tot. Oder die Batarianer haben sie als Geiseln. Eine Frau namens Kate Bowman hat mich kontaktiert. Die Batarianer haben sie noch nicht gefunden. Katie lebt? Sie gehört zu meinen besten Ingenieuren. Sie hat sich zusammen mit ihrem Bruder verpflichtet. Aaron hieß er, glaube ich. Er gehört zur Sicherheitsmannschaft. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Gut, wir können ein bisschen hier nachfragen über die ganze Geschichte. Ich finde auch erstaunlich, dass der ganze Planet bloß 4 Millionen Menschen bevölkert, beherbergt. Also für einen ganzen Planeten, das heißt, das ist wirklich extrem viel Platz auf diesen Kolonien immer, ne? Was kann schlimmstenfalls passieren? Wir können den Asteroiden nicht aufhalten. Können wir dann jedenfalls die Kolonie evakuieren? Shepard, es hat 30 Jahre gebraucht, die Bevölkerungszahl diese Größe erreichen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass sie ein paar Leute in abgelegene Gebiete bringen können. Aber sie werden es nie und nimmer schaffen, mehr als einige Tausend von dem Planeten wegzubringen. Wir haben einfach nicht genug Schiffe. Niemand hat das. Gut, vielleicht die Quarianer. Aber ich bezweifle, dass sie spontan auftauchen und uns ihre Hilfe anbieten. Ja, ist eher unwahrscheinlich. Warum sollte das Ding hier überhaupt bewegt werden? Ursprünglich sollte der Asteroid in die Umlaufbahn von Terra Nova geschleppt und dann vermint werden, sodass letztendlich das Grundgerüst für eine Raumstation entsteht. Diese Vorgehensweise ist um einiges günstiger, als von der Planetenoberfläche alles in den Orbit zu schaffen. Die gewonnenen Mineralien decken sogar fast die Kosten. Was können Sie mir über Kate sagen? Messerscharfer Verstand und unglaublich mutig. Ich hoffe, sie bleibt in ihrem Versteck, wenn die sie finden. Katie, mach keine Dummheiten. Suchen Sie sich besser ein Plätzchen, wo Sie sich verstecken können. Wenn die Batarianer zurückkommen und Sie finden. Ja, ich sollte mich wohl besser rar machen. Viel Glück, Shepard. Gut, wo auch immer er jetzt sofort hin ist, wir verschwinden einmal von hier und wollen uns dann mal anschauen, wie weit es zu den anderen Lagern ist. Muss mal kurz auf die Karte schauen. Wir sind hier. Hier oben ist der Funkturm. Okay, der ist am nächsten gelegen. Würde ich sagen, gehen wir auch zu dem hin. Wurde uns ja gerade schon vorgeschlagen. Und wir können auch mal hier, das ist lustig, wenn wir diese Space-Taste drücken, können wir hüpfen mit dem Ding. Da werden die Raketentriebwerke gestartet und dann machen wir doch so kleine Hüpferchen zumindest. Das ist ganz niedlich, muss ich sagen. Kann manchmal, wenn es hier auf unwegsames Gelände geht, also wir können schon sehen, das Ding ist sehr geländegängig. Wenn es hier auf unwegsames Gelände geht, kann das schon mal ganz nützlich sein. Aber in der Regel braucht man es eigentlich nicht. Außer zum Spaß haben natürlich.